Hallo, willkommen auf meinem Kanal Alte Schule und da bin ich auch schon wieder. Heute geht es an sich darum, ihr habt letztens gesehen in meinem Windows, ich konnte keine Musik abspielen, weil keine Treiber vorhanden waren. Das lag einerseits daran, weil ich die Treiber nicht hatte. Das war aber noch ein alter Trugschluss von mir. Lasst mal gucken hier, Gerät, Klang. Ich nehme mal Freizeichen. Ihr hört, es funktioniert. Der MIDI-Sequenzer. Hat was, die Musik. Sie macht es spannend. Und sehr füllend. Also sehr, sehr kräftig wirkend, die Musik. Dann QuickTime. Sogar das funktioniert. Sogar mit Video. Das habe ich allerdings durch eine alte CD hinbekommen. Das war, und zwar diese CD hier, Reise ins Chaos, ne? Kuala Lumpur. Nachteil, es läuft leider nur bei Windows 95, 3.11 macht das nicht mit, aber hier war der QuickTime-Player drauf. Und soll ich euch mal was zeigen? QuickTime-Player, ich muss ihn erst wieder finden. Dann sage ich euch danach, wie ich das geschafft habe. Wo war der wieder? Anwendungen? Nein. Ich muss noch suchen. Nein. Zubehör. Ich habe vorhin schon. Also hier finde ich mich, obwohl es so wenig ist, immer so schlecht. Da ist er. QuickTime. Jetzt zeige ich euch mal was. CD ist nämlich noch drin. So, das sind meine Ressourcen, was ich habe. Workgroup 3.11, Bilder 300, DOS 622, Pentium 232 MHz mit 32 MB RAM, Videospeicher, unwissend, VGA-Grafik 614x480. Pixel, ein DVD-Drive, ach, DVD, ein CD-Drive, Haumichgrün, die Soundkarte. Hier sind die Treiber, die habe ich gerade eben erst installiert. Was ich euch zeigen wollte, Video, Audio, wo stand das gerade? Komponenten. Ha, da habt ihr das gesehen. Schaut mal, was da noch steht. QuickTime for Windows, Produktversion 2.1.1.57, Front Company Name, Apple Computers inklusive. Alle Copyrights bei Apple Computer. Ihr seht, da waren Bill Gates und der von Apple, fragt mich nicht, wie der heißt, den habe ich mir leider nie gemerkt. Das heißt leider, ich habe mir den nicht gemerkt, ich habe mir Bill Gates gemerkt. Aber ihr seht, auch da war schon irgendwo noch die Freundschaft vorhanden, die sie einst hatten. Gut, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin direkt im richtigen Menü. Ich bin in Systemsteuerung unter Treiber gegangen und habe an sich, wie man es heute kennt, auf Klang ein Treiber hinzugefügt. Das habe ich dann mit dem hier gemacht. So, in dem Fall kommt jetzt hier, ist natürlich installiert der notwendige Treiber. Ich musste ihn neu installieren. Oder was heißt neu? Ich hatte keine drauf. Da musste ich einen Treiber installieren. Dann ging man auf Hinzufügen, dann kam Treiber installieren. Da muss man auswählen, wo: Diskette, CD oder C-Festplatte. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann wurde zum Glück angezeigt, dass ich Windows für Worksgroup Diskette 5 anlegen soll, wo die Daten drauf sind. Und seitdem habe ich hier oben, wie ihr seht, meine Treiber. Seitdem habe ich zum Glück die Soundkarte nicht nur unter DOS am Laufen bekommen, sondern auch unter Windows. So, dann wollte ich euch aber mal zeigen. Ich will hoffen, das funktioniert. Dateimanager. Ich habe ein altes Spiel rausgeholt, das kennt ihr bestimmt auch. Es heißt Mad TV. Da habe ich noch die Vollversion von. An sich ein schönes Spiel. Ich habe es Ewigkeit nicht mehr gespielt und weiß gar nicht, wie das überhaupt noch funktioniert. Ich habe es vorhin schon geguckt, reingegangen bin ich, habe aber auch nichts weiter gemacht, nichts ausgewählt oder sonstiges. Ich wusste nur, es läuft von CD. Das ist nämlich hier MTV, Mad TV. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, weil an sich muss ich ja die CD-ROM eingelegt haben. Damals war natürlich Speicherplatz, ja,
nicht so groß wie heute. Ich habe hier reichlich, deswegen könnte ich das an sich machen. Ich möchte an sich das Ganze kopieren. Das heißt, ich wähle den Ordner aus, zum Beispiel MTV, also Mad TV. Dann gehe ich auf Datei, kopieren. Moment, muss ich erst ein Verzeichnis machen? Ne, in der Zwischenablage kopieren. Und dann mache ich direkt so. Das müsste eigentlich auch problemlos funktionieren. Das weiß ich allerdings nicht. Ich würde jetzt erst, warte, ich mache es anders. Ich würde erst ein Verzeichnis machen. C, dann klickt ihr ganz oben auf C. Datei. Verdammt. Telefon. Moment. Wie man sich doch von einem Telefon erschrecken lassen kann. So, so ist das Leben. Auch in jedem Video klingelt ein Telefon. Ich werde es nicht rausschneiden. Man könnte ja sagen, es gehört zu Windows 3.11. Wo waren wir? Genau. Und zwar unter C. Ne? Wo ihr den Ordner erstellen wollt, mache ich jetzt zum Beispiel hier drauf. Dann werdet ihr gleich sehen. Kann ich euch zeigen, wenn ich jetzt hier machen würde, Verzeichnis erstellen, würde der direkt hier anfangen. Da. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehe ich auf C, Datei, Verzeichnis erstellen, aktuelles Verzeichnis und dann den Namen. Jetzt sage ich einfach mal Mad TV. Ich mache extra so. Dann würde ich mal sagen, okay. Jetzt müsste er an sich, ich weiß nicht, wie schnell das damals ging. Ihr seht, er hat es angeordnet und ich habe hier keine Dateien drin. Jetzt kann ich das natürlich von D, also von dem CD-Laufwerk, das anklicken, was ich möchte. Datei kopieren. Jetzt muss ich an sich dasselbe eingeben wie gerade. C, Doppelpunkt. Querstrich von unten rechts nach oben. Da muss ich wieder wissen. Ja. Ich muss gerade wieder wissen, wie die Tier war. Verdammt, ach da. Hier war das Alt-Gerne auf der rechten Seite. Dann hatte ich gesagt, Mad TV. Dann sage ich auf okay. Und jetzt müsste das eigentlich kopieren. Ich habe das Ewigkeiten nicht gemacht. Er arbeitet. Er kopiert, es sind kleine Daten, es müsste gelungen sein. Und ja, tatsächlich. Mad TV, da ist der Ordner. Also das, was man heute per hier, ich nehme und mach und tu, musste man da noch dem Computer, sage ich mal, den Befehl selber geben. Ohne Rechtsklick, weil den gab es hier noch nicht. Und das war so die Vorstufe. Jetzt nehme ich mal die CD extra raus. Weil die braucht er ja an sich nicht mehr. Ne? Hier ist die CD, nur zum Beweis. Ich lasse das CD-ROM auf und jetzt müsste das theoretisch schon funktionieren über die Festplatte. Aber das weiß ich nicht genau. Das wäre so die einfache. Ich glaube schon. Oder? Ah, ich glaube, er hat Probleme mit den Videodateien, die sonst von der CD geladen werden. Nein. Also so einfach war es dann doch noch nicht. Drück mal Escape. Und ich würde sagen, ja, er ist abgeschmiert. Einmal neu starten. Und zu beenden. Okay, machen wir so. Gut, hat funktioniert. Okay, ihr seht, es ist nicht immer ganz so einfach gewesen, auch wenn man es damals denkt. Das heißt an sich, ich gehe auf C, Mad TV und Datei löschen. Ne? Jetzt hier nichts eingeben, das verhaut das ganze System, das ist verdammt gefährlich. Ja. Alle löschen. Schreibe ich Datei. Ja. Ja.
Wie ihr seht, auch damals waren es und weg ist es. Der einzige Vorteil, es gab keinen Papierkorb. Wenn die Daten weg waren, gab es keinen Papierkorb. Die Daten, sag ich mal, nehmt mal an, ihr habt ein Stück Papier. Habe ich zufällig gerade hier. Ein Stück Papier. Dumm belichtet, ne? Ein Stück Papier. So, ihr werft es in den Mülleimer. Gut, möchte ich das jetzt wegwerfen? Ah, ich überlege noch. Oh nee, ich hol's mir noch mal raus. Ha! Was sagt Windows 3.11? Windows 3.11 nimmt euer Papier und sagt, du willst es löschen? Und dann kommt das Feuer. Und es ist weg. Für immer. Das war das Gefährliche, gerade für Neulinge, an Windows 3.11. Sie haben nur einmal gefragt und wenn es weg war, war es weg. Das ist so in etwa, wenn ein Kind sagt, willst du einen Bonbon? Ja oder nein? Gut. Lasst uns in Mad Max reingehen. Ach, Mad Max, in Mad TV reingehen. Jetzt gehe ich wieder auf D. Und ihr seht D. Jetzt lauschen wir und hören wir. Das ist ein schönes Video. Ich habe schon geguckt. Zugucken, zuhören. Ihr seht auch hier, es reagiert sofort. Quasi der Kopierschutz der CD. So, hören wir zu. Okay, wie ihr seht, das Video hat sich jetzt gerade wiederholt. Und ist euch aufgefallen, was noch älter als dieses Video war? Ich gebe euch ein paar Sekunden. Was war noch älter als das Video, was wir gerade gesehen haben in dem Video? Die Bildröhre. Der Fernseher. Es war ein Alter, wo ihr noch diese Knöpfe hattet, wie hier auch. Klick-Klack, einmal laut leise und Programm umstellen. Das war's. Einen Moment mal eben. Und schon wieder zurück. Musste nur gerade eben was gucken, weil ich warte noch auf Besuch. Gut, also wie gesagt, der Fernseher. Einmal Programm, klack, 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 klack. Laut leise. Mehr brauchte man damals nicht. Das war ein Fernseher. Habe ich damals auch noch mitgemacht. Ich hatte damals auch noch eine Röhre. Und dann hattet ihr zum Beispiel, ich gebe es ehrlich zu, ich hatte einen alten Sony von meinen Eltern. Der war, ich glaube, 70 mal 40 hoch oder so. Das war ein Riesentrümmer, der war verdammt schwer. Und wenn ihr da einen Kanal suchen musstet, dann hatte der hier oben, wie der, sage ich mal, nicht auf der ganzen Länge, der hatte hier so ein kleines Feld. Das konntet ihr aufklappen. Dahinter waren Knöpfe. Und ihr musstet über diese Knöpfe, die in dem Feld waren, Sendersuche und alles abmachen. Da gab es noch nicht automatische Sendersuche, da musstet ihr drücken. Knopf für Knopf für Knopf. Das waren noch Zeiten. Ich schwöre euch, heute Fernsehen, Luxus. Damals verdammt knifflige Sache. Gut, Klappe zu. So, ab ins Spiel.
So, wähle einen Spieler, also entweder das verrückte Fernsehen, das Spaßfernsehen oder das Sonnenfernsehen. Archie, Brian, Churchill oder Spieler. Ich möchte an sich ihn hier. Ich spiele auf normal, neues Spiel, spielern kann ich nicht. Lasst uns überraschen. Wie gesagt, ich habe das Ewigkeit nicht gespielt. Da kommen sie zur Arbeit. Willkommen bei MadTV. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau unserer Senders. Worauf warten Sie noch? Soweit ich mich daran erinnern kann, waren das sogar richtige Fernsehsendungen, die jetzt gezeigt wurden. So, ich habe 200, ne? Ich habe Geld. 200.000 Dollar und Kredit 200.000, wenn ich möchte. Maximale Zuschauer 5 Millionen. Aktuell. Ah, da kommt der Besuch. Moment. So, Besuch ist wieder weg und ich mache weiter hier. So, ich weiß jetzt nicht, ob der gerade einen Hänger hat, dass das hier so komisch klingt. Auf jeden Fall lese ich erstmal weiter. Willkommen bei MadTV. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau unseres Senders. Worauf warten Sie noch? Oh, das Problem ist natürlich, der Sender läuft schon. Scheibenkleister. Maximal Zuschauer 5 Millionen, aktuelle EQ 0,05 Millionen, 1%. Nächster Spot fehlt. Also, es läuft schon. Oh, seht ihr sogar. Ist also Echtzeit. Das hätte ich nicht gedacht. Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Chef. Archiv. Fun. Nachrichtenstudio. Also, Nachrichten. Das heißt. Ich habe keine Ahnung. Gerüchte über Super-GAU in Deutschland. Militärputsch in Paraguay. Ich wäre Jungs, was in Frankreich. Da, was es kostet, also ihr müsst, ne, wann und wo. Und ich habe drei Spalten, da ich das natürlich abdecken will. Gerüchte über Super-GAU in Deutschland. Was nehme ich denn für 5 Uhr? Militärputsch in Paraguay. Also unten habe ich noch Zeit. Also hier, da müsst ihr also drauf achten. Das ist echt Zeit, wusste ich gar nicht mehr. Was nehmen wir denn? Frankreich oder Gerüchte oder was sogar in Deutschland? Komm, wir nehmen den Super-GAU. Das ist per Drag and Drop. Das weiß ich noch. Dann nehme ich natürlich noch für 22 Uhr alles, was rein ist. Was reingeht. Das mit dem Hin und. Das war noch ein bisschen kompliziert. Er setzt das noch nicht, wie ich möchte. Nein. Okay. Das sieht einfacher aus, als es ist. Ah, ich muss ein bisschen drunter gehen. Oder auch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich sauberer arbeiten muss. Ich will alle drei. Das ist echt nervig. Ah, noch weiter unten. Okay. Das heißt an sich, ich mache ein bisschen leiser, dass ich das Programm also quasi habe. Ihr seht, wir haben 12:30 Uhr. Um 17 Uhr startet dann Gerüchte über Super-GAU, um 22 Uhr Paraguay und um 23 Uhr Frankreich. So, wie komme ich hier wieder raus? Sonst wäre mal noch sonst halt. So, fragt mich nicht, wie ich hier rauskomme. Hallo? Manchmal könnte es so einfach sein, ist es aber nicht. Ich komme hier nicht raus. Pause. Vielleicht, ah, ich kann Pause machen. Erstmal Pause machen. Gut, ich will aber zurück. Ich komme hier nicht raus. Ich weiß nie, wie. Escape? Okay. Gut, das heißt, das ist gesetzt. Warte, habe ich hier noch die Info? Showbusiness, vermischtes, Polygon. Hä? Ach, ich kann wählen, was. Hä? Also, ich kann es anklicken, ihr seht, diese kleinen roten Dinge pinnen sich an.
Was war denn jetzt los? Finito für heute. Okay, das heißt Sendeschluss. Ah, okay. Dann ist das natürlich nicht mehr möglich, glaube ich. So, jetzt überlege ich natürlich gerade. Neuer Tag. Habe ich das Programm jetzt für heute geschrieben? Also gestern für heute? Das sind Sie ja nicht, Brian, wurde auch Zeit. Sie haben gestern 7 Werbespots nicht gesendet. Sind Sie noch bei Trost? Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Brian, sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Okay. Archiv von FunTV. Also hier kann ich wahrscheinlich kaufen. Warum ist der so grün? Kultur, Live-Übertragungen. Hat er nichts. Heißt das, der hat das, wo was... Ah, okay. Dreidimensionale Mensch. Wohnen am Atomkraftwerk. Ich... Keine Ahnung. Kann ich die kaufen? Ich kaufe die mal einfach. Sollte ja funktionieren. Was hat er denn noch? Serien. Male unserer Zeit mit Frau Modersohn Becker als Quotenfrau. Nehmen wir auch mit rein, natürlich. Und wieder Telefon. Moment. Ich komme mir heute vor wie bei den Rekordjägern hier. Wo klingelt heute am meisten das Telefon? Naja. Ihr kriegt nichts davon mit, ihr hört immer nur die dämlichen Klingeltöne und ich bin hier stecken geblieben bei Mad Max und suchte mir gerade die Serien aus. Gut. Sonst hat er nichts, dann hätte ich ja hier wieder die Punkte zwischen. Escape. Okay, Escape heißt immer. Ich komme runter, die CD dreht an. So, das heißt Chef. So. Nachrichten. Nachrichten. Okay, kannst pausieren. Ach, der pausiert das Ganze. Jetzt schnell Nachrichten reinspielen. Die müssten gelaufen haben. Ausmaß Erdbeben in Afrika. 18 Uhr ist vorbei. Verdammt! Okay. Rausgehen müsste ja an sich laufen, die Sendung. Ich weiß es immer nicht. Büro von Brian. Okay. Wo sind meine Gameboy? Echt jetzt? Hier ist der Sendeplan. Scheibenkleister. 19 Uhr. Werbespots? Nein. Wo ist denn jetzt das? Okay. Gesamt keine Einnahmen. Klar, ich habe ja nichts eingespielt. Also in meinem Büro kann ich mir nur angucken, was läuft. So, jetzt frage ich mich natürlich. Studio von Fonti. Ah, okay, Studio. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Na komm. Das ist gar nicht mal so einfach gewesen, das Spielstudio. So, was kann ich denn? Na toll. Noch nichts. Also für alle die, die es noch gespielt haben. Agenten für Werbung. Studio. Knarrenagentur. Büro von Churchill. Nachrichtenstudio. Okay, das sind die anderen. Chef. Archiv. Nachrichten laufen, okay, das sehe ich. Jetzt frage ich mich natürlich, wo kann ich meine Sendungen einspielen? Das frage ich mich. Büro zum Chef. Guten Tag, Mr. Wef. Aber ich kündige ihn ein. Nee, einfach nur zurück. Gut, Archiv, okay. Ich hole die Videos im Archiv. Macht ja Sinn. Konsult der Volksrepublik Duba? Nee. Nein. Will ich nur Nachrichten oder kriege ich nur Nachrichten? Filmagentur? Auch nicht, oder? Studio, Drehbuch. Das Leben des Brians. Sogar richtige. Ha, guck mal, Karate Kid. Ich weiß nicht, ich glaube, die stimmen sogar die Zeiten. Karate 84, Götterwelt von Bali. Wo war der? Ach, der Bounty.
findest du? Flatliners, das sind richtige Filme. Cool. Okay, kann ich mir nicht leisten. So, wichtig ist natürlich jetzt, wo kriege ich meine Einnahmen her? Fun TV läuft gerade nichts. Sendeausfall. Ich will nichts. Warum Sendeausfall? Ja, weil nichts läuft. Mal Pause. Scheibenkleister Studio. Dann muss ich da ins Studio. Blau ist die andere. So. Das muss da eigentlich heißen. Wo sind meine... Eigentlich müsste ich irgendwo meine... Dingens doch benutzen können. Ich würde ja sagen, im Studio kann man die Videos anspielen, aber das funktioniert nicht. Ich bin gerade zu dumm, dieses Spiel zu spielen. Konsole, nee. Im Studio. Warum kann ich meine Sachen da nicht hinladen? In meinem Archiv habe ich die Videos. Ist ja logisch. So, meine... Wo sind die denn jetzt? Ja, nehmen. So, gut. Ich will noch irgendwie zahlen. Alles nehmen, was ich kriegen kann. Warum der auch immer so grün... Ach da, Blindfisch. So, rein. Kaufen. So, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich meine drei. Kann ich aber zurücktun, will ich aber nicht. So, ich habe die drei und gehe doch zum Filmstudio. Weil da ist Nachrichten. Studio. Ja, macht so. Ich wusste gar nicht, dass das so anstrengend ist, hier dieses... Spiel zu spielen. Das war doch an sich damals angenehm. So, aber ich komme nicht an meine Videos. Er hat sie nicht. Ich kann hier klicken, wo ich will. Verdammt. Fehlt, fehlt, ja. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich gehe nochmal zum Nachrichtenstudio. Da ich das Ganze nicht hinkriege, höre ich jetzt gleich voller Enttäuschung auf. Nachrichten, Nachrichten. Oder muss ich hier... Moment. Okay, wie... Ah, toll. Ja, vorbei. Oder kann ich jetzt noch einspielen? Mach das Ding weg. So, dann müsste der jetzt laufen. Verdammt! Was läuft der nächste erst wieder um 23 Uhr? Ich kann also nicht... Okay. Das heißt, ich bin jetzt quasi... Was ist das? Das ist der Ladesafe. Okay, will ich noch nicht. An den Computer und kann hier die Zeiten einmachen. Bin auf langsam. Ja, Achsen gehen alle nach unten. Ich habe hier meine. Habe ich davon gekauft. Okay, ich habe den Dreh nicht raus. Ich bin gerade ganz ehrlich, da ist aber Donald. Guck mal hier. Haha. Donald, ein Gameboy. Was soll das Weiße sein? Würfel. Kaufen, verkaufen. Archie Boy, Churchill. Okay.
Gut, also ich enttäusche euch leider. Ich habe noch nicht den Dreh wieder raus, wie das Spiel hier war. Ich möchte dann noch hoffen, euch hat Mad Max Spaß gemacht und auch das Ganze da drumherum, wie das installiert wird. Und ich werde euch demnächst nochmal zeigen, nachdem ich herausgefunden habe, wie das Spiel funktionierte, wie es gespielt wird. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und alles Gute für euch. Euer Dirk.